Ursula von der Leyen hat heute keine Rede zum Zustand der Europäischen Union gehalten, sondern eine Rede zur Verbesserung des Zustands der Europäischen Union. Und das war auch genau richtig so. Es gibt in der Europäischen Union viele Probleme. Die meisten liegen in den Mitgliedstaaten, werden aber Europa insgesamt angelastet. In Griechenland brennt das Lager Moria. Wir haben eine schreckliche Situation auf Lesbos. Die Europäische Union insgesamt ist gefordert. Polen schafft die Unabhängigkeit der Justiz ab. Das beschädigt die Glaubwürdigkeit ganz Europas. Deutschland verhängt mitten in der Corona-Krise eine Ausfuhrsperre für medizinische Produkte. Das beschädigt den Binnenmarkt und zerstört die Solidarität in Europa. Frau von der Leyen hat auf all diese Dinge hingewiesen. Damit hat sie recht. Was sie vorschlägt, teilen wir in weiten Teilen. Insbesondere die Stärkung der Europäischen Union in Fragen der Gesundheitspolitik. Wenn es eine Lektion aus Corona gibt, dann ist es die, dass Europa eine stärkere Rolle braucht. Sie hat konkrete Vorschläge gemacht. Wir unterstützen die Stärkung der Europäischen Medizinagentur, Stärkung der Europäischen Zentrale für Seuchenbekämpfung und die Schaffung einer neuen Agentur für Biomedizin. Das sind alles richtige Ideen. Als Freie Demokraten unterstützen wir auch das, was sie gesagt hat zur Digitalisierung. Wir brauchen einen wettbewerbsfähigen europäischen Kontinent auf diesem Gebiet, der mit den USA und China nicht nur mithalten kann, sondern der auch den Einfluss von den USA und China begrenzen kann, wenn das bei uns so gewünscht wird. Hier ist sie allerdings relativ unklar geblieben, wie das Ganze gehen soll. Da werden wir noch Klarheit von ihr einfordern. Frau von der Leyen hat angekündigt, das Klimaziel der Europäischen Union ehrgeiziger zu gestalten. Wir halten 55% bis 2030 für richtig und machbar auf dem Weg zur Erfüllung der Pariser Klimaziele. Aber das muss mit der Bepreisung von CO2 gehen, mit einem Marktmechanismus, mit der Ausweitung des Emissionshandels. Sie hat das in ihren Papieren schon drinstehen. In der Rede konnte man das so klar nicht hören. Da sagen wir als Liberale ganz klar, wenn wir Klimaschutz erreichen wollen, dann nicht mit einem Haufen kleinteiliger Verbote, sondern mit der Bepreisung von CO2, mit der Ausweitung des Emissionshandels auf andere Sektoren als im Moment. Das ist der richtige Weg. Frau von der Leyen hat auch die Spannungen im östlichen Mittelmeer angesprochen, insbesondere die Aggression insbesondere zwischen Griechenland, Zypern und der Türkei. Die Europäische Union ist solidarisch mit ihren Mitgliedstaaten Griechenland und Zypern. Ich glaube, dass die Forderung der Freien Demokraten, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden, immer aktueller wird. Es ist jetzt keine Chance mehr und ich glaube, niemand in Brüssel sieht diese Chance noch gegeben oder auch in Ankara, dass die Türkei der Europäischen Union beitritt. Es wäre deswegen besser, diese Beitrittsverhandlungen ein für alle Mal zu beenden.